Servus und willkommen beim weiteren Tutorial von Bugget Support. Ja, wie angekündigt vom letzten Video, wo ich den Server zum Download angeboten, kommen wir jetzt zu dem Plugin Essentials der Version 2.6.1 für die Bildversion 1185 für Bugget 1.8.1. Ja, zuerst, was ist Essentials? Ja, das sind mehrere Plugins in einem. Zum Beispiel ist der Group Manager, also so Art wie das Permission Plugin. Dort ist das Plugin My Home, damit können wir ein Zuhause setzen. Dort ist denn das Plugin Warp, wo wir uns ja Warps erstellen können, wo denn die Spieler sich hinwarpen können oder teleportieren können. Dann ist noch ein Wirtschaftsplugin drinne, ja, und so Protection sind da noch mit drinne, also da kommen wir dann nochmal später noch zu. So, wir laden uns in dem Sinne hier die drei Downloads, einmal das Grundgerüst, einmal die Extras und den GM, also der Group Manager, die laden wir uns alle einfach mal runter. In dem Sinne sind das hier 6 Jar-Dateien, ich habe das mal alles in einen Ordner gepackt. Das sind alles Jar-Dateien. Ich mache jetzt in dem Sinne nur für das Essentials, für den Chat, für die Group Manager, Protect, Spawn, ja, das war's eigentlich. Genau, GeoIP und MPP lasse ich weg, weil GeoIP ist in dem Sinne, die sind hier zusammen, und zwar kann man dort feststellen, wer aus welchem Land kommt. Also ich brauche es persönlich nicht. Wenn ihr es haben wollt, dann macht es. Gut, das einfach in euren Plugins Server neu starten. Das war's gewesen. Ich habe das auch schon mal alles hier vorbereitet. Das heißt, die Ordner werden hier auch gerade angelegt. Hier in dem Sinne ist hier der Essentials und einmal hier der Group Manager. Wenn ihr GeoIP, wird dann nochmal ein extra Ordner erstellt, aber das ist jetzt bei mir hier nicht drin. Ja, welche Plugins habe ich hier rausgenommen? In dem Sinne das Plugin MyWarp, iChat und natürlich Permission habe ich hier entfernt. Sonst sind alle Plugins hier weiter drin, ohne Fehlermeldung. Also funktioniert das alles. Ja, wir gehen erstmal in den Essentials Ordner rein. Ja, dort haben wir einmal den Warp, hier werden dann die Warps gesetzt, dann haben wir hier die Config, da kommen wir gleich noch, die Datenbank zum Protecten, ja, und dann haben wir hier noch andere, die sind aber zurzeit hier komplett leer, also interessieren uns diese Dateien nicht. Wir öffnen aber jetzt die Config YML mit Notepad++. So, wenn wir uns das jetzt hier mal ganz genau anschauen, sind hier, ja, fuck you, ja, ich muss wirklich sagen, fuck you, jede Menge, ja, Einstellungen vorzunehmen. Das ist in dem Sinne ja nur das Grundgerüst von Essentials, ist auch das schwierigste Teil eigentlich, was hier einzustellen ist. Der Group Manager, ja, ist eigentlich, hier ging eigentlich, ja, Witz dagegen. Gut, wir haben jetzt hier erstmal die Rautezeichen, das sind sogenannte Auskommentierungsbefehle. Das heißt, alles was hier mit den Raute ist, wird nicht mitgeladen. Das sind eigentlich hier alles nur kleine Infos. Gut, wir kommen erstmal zu der Globaleinstellung. So, fangen wir mal an. So, wir haben jetzt hier OPS-Name-Color mit C. Das ist ein Rot, das heißt eigentlich, wenn ich in der OPS.txt eingebunden bin, das heißt mein Spielername ist drin, dann werde ich von Haus aus gleich Rot angezeigt. Das möchte ich natürlich nicht, also ich persönlich nicht. Ich gebe einfach nur None ein, das ist dann damit ausgeschaltet. Hier auch nochmal der Befehl. Ja, man kann den Farb von 0 bis 9 und von A bis F. Das heißt, normalerweise sollte ich auch hier die Farbtabelle haben. Genau, hier ist die Farbtabelle. C ist in dem Sinne hier dieses helle Rot. Wer es haben möchte, kann das drin lassen. Ansonsten eine Farbe. Auch die Farbtabelle biete ich natürlich zum Download an, beziehungsweise in der Videobeschreibung zum Anzeigen oder Anschauen, wie auch immer. Ja, genau. Dann haben wir hier den Präfix. Das lassen wir jetzt einfach so einfach mal eingestellt.
So, dann kann man bei bei Essentials kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich natürlich die Berechtigung habe, kann ich meinen Nicknamen ändern. Das heißt, von Ice 1976 in zum Beispiel, nehmen wir mal Jeb oder Notch, dann kann ich das machen. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann einfach auf False stellen. So, dann kommen wir schon zum nächsten Bereich und zwar ja zum Home setzen und das Teleportieren, wenn ich natürlich die Berechtigung dafür habe. Das heißt, wenn ich den jetzt hier mal, das ist jetzt hier in Sekunden gerechnet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 120 Sekunden, das heißt, ich gebe jetzt einmal slash home ein, dann muss ich ja 2 Minuten warten, bis ich zum Beispiel mich irgendwo hin teleportieren. Es spielt keine Rolle, ob ich Admin bin oder nicht. Ja, ich stelle das jetzt mal auf eine halbe Minute, also auf 60 Sekunden. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gegeben habe, slash home, dann gibt es hier eine Wartezeit von, ich stelle den mal von 10 Sekunden, das heißt, ich muss trotzdem 10 Sekunden warten, dass ich mich denn zum Beispiel, wenn ich mich einmal in mein Home gesetzt habe oder teleportiert habe, kann ich mich denn erst nach 10 Sekunden wieder woanders hin teleportieren. So, wenn ich die Berechtigung habe des Heilens mit dem Befehl slash heal, dann kann ich das machen, aber ja, wenn ich einmal slash heal, muss ich 60 Sekunden warten, bis ich wieder den Befehl slash heal verwenden kann. So, der nächste Befehl ist ja die Items, ja, indem sie die Items ercheaten. Normalerweise, wenn ihr wollt, Edit wollt, Guard bzw. Command Booker drauf habt, den geben wir ja eigentlich nicht mehr slash give euer Nicknamen die Item-ID und die Anzahl, sondern nur noch mit slash i das Item, die Item-ID und dann die Anzahl. Das wurde hier auch noch mal ein bisschen abgeändert, also noch mal ein bisschen verbessert. Und zwar brauchen wir zum Beispiel, hier haben wir jetzt Zeit 64, das ist die Menge, also ein Stack. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel slash i1 eingebe und bestätige das mit Enter, bekomme ich gleich ein Stack der Steine. Das könnt ihr natürlich auch hier anpassen. Wenn ich natürlich jetzt hier, was weiß ich hier, richtig volle Lotte hier Nullen reinsetze, dass in dem Sinne mein ja, Inventar vollgeballert wird, ja, dann macht das, aber ich lasse das jetzt hier mal auf ein Stack, also auf 64. So, das nächste ist eine sogenannte Blacklist, das heißt ja, Items, die nicht ercheatet werden dürfen. Hier steht es nochmal mit slash i oder mit slash gif. Kann ich jetzt hier zum Beispiel Item eingeben, wie zum Beispiel TNT, stilles, was ist denn das jetzt? 11, 10 ist Lava, 10 ist, weiß jetzt gar nicht. Also, wenn ich die jetzt hier eingebe, immer mit einem Komma, das heißt TNT mit einem Komma trennen, denn zum Beispiel 10. Denn wir mit dem Komma, dann darf man diese ja nicht ercheaten. Das geht in dem Sinne nicht, aber das lasse ich einfach weg, weil ja, wenn ich schon jemand Berechtigung gebe, dann soll er auch sowas nutzen können. Gut, diesen Befehl, den lassen wir hier einfach mal auf False stehen. In dem Sinne ist hier nur eine kleine Info, ja, dass diese Parameter, diese Permission-Befehle ausgeführt werden dürfen. Aber das stellen wir dann später in den Group Manager noch richtig ein, beziehungsweise das seht ihr, dass das alles schon voreingestellt ist. Ja, der nächste Befehl ist der Player RAM-Speicher. Das heißt, ja, hier wird gefragt, ob der RAM-Speicher des Players immer neu geladen werden soll. Der ist immer auf False. Den würde ich auch ruhig auf False stellen, weil wenn ihr den auf True, hier steht es auch, dass es zu Lecks oder ja, dass der Server sogar komplett abschmiert, also je nach RAM-Auslastung, ja, nach Servers, nach RAM-Speicher eures ja, Rechner, sag ich mal, wenn ihr einen Rechner habt und das ja in dem Sinne Home-Server erstellt, kann es ja in dem Sinne so schlimm werden, ja, dass der Server richtig abkracht, also dass er komplett abstürzt, also den würde ich ruhig so auf False stellen. Gut.
So, das nächste ist ja, ob der Spawn protected werden soll. Ja, wenn das protected werden soll, ja, dann stellt das einfach auf. Ja, true. Also, dass man den um den Spawn noch bauen kann. Das könnt ihr auch später dann nochmal auf Holz stellen oder auf True, beziehungsweise ich lasse das jetzt hier mal einfach mal auf True. Ja, dann kommen wir hier schon zu den Einstellungen der Netherwelt. Ja, hier ist jetzt gefragt, jetzt muss ich mir ganz kurz durchlesen. Okay, ob die Spieler ja zur Netherwelt ein Portal erstellen dürfen, ob das alles so erlaubt ist. Ja, das ist jetzt hier auf Holz, also er darf es nicht machen. Das lassen wir jetzt auch zurzeit so eingestellt. So, das nächste ist ja, da ist nämlich der Spawn Mob mit inbegriffen. Das heißt, ja, wenn ich zum Beispiel slash Spawn Mob Chicken und ja, zum Beispiel 20 eingebe, wird das nicht funktionieren, weil hier ich kann nur maximal 10 Mobs spawnen lassen. Ja, aus Sicherheitsgründen, ich glaube, maximal sind 100, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also, wenn das nicht so ist, schreibt es mal in den Kommentar, ob das falsch ist, was ich hier so erzähle. Also maximal sind 100, aber das sollte man ruhig hier aus Sicherheitsgründen ja nur auf 10 stellen, weil das hat auch dazu führen, dass es zu Lecks kommen könnte. Also ruhig auf 10. Ist egal, ja, wenn ich zum Beispiel auf den Server und gebe da aus Versehen, ja, statt 10, ja, 1000 ein, denn spawnen hier nur 10 Stück, weil das ist hier in der Config so eingestellt. Modifieren, ob das auf True stellen soll. Ja, zum Beispiel ist das eine kleine Warnmeldung, wie auch immer. Dort wird dann zum Beispiel angezeigt, ja, Eis 1976 hat einen Blitz abgefeuert. Ja, das können wir ruhig hier so auf True stellen. Ja, dann kommen wir schon zu den Mod-Tag. Ja, das können wir hier auch nochmal ganz kurz eindeutschen. Zum Beispiel, willkommen. Ja, der Spielername, den können wir hier zum Beispiel geben in der Konsole. So, slash help. Um die, was schreiben wir denn? B Fehle der Commands abzufragen. Jetzt zum Beispiel so. Ja, denken wir hier noch mal auch das hier mal ein bisschen eindeutschen, und zwar es sind gerade. So, denn werden die Spielernamen angezeigt. Online. Doppelpunkt. Oder Punkt oder wie auch immer. Jetzt machen wir ruhig einen Punkt. So, dann kommen wir zu den Rules. Also das können wir zum Beispiel mit dem Befehl slash mod abrufen. Dann kriegen wir hier diese Nachricht. Mit dem Befehl slash rules kriegen wir hier auch Regeln vorgeschrieben. Also habe zum Beispiel habe Respekt, denn ja, können wir das auch mal ruhig hier abändern. Sei immer nett zu anderen und was können wir hier noch reinschreiben? Ja, was schreiben wir denn hier mal rein? Mir fällt jetzt zurzeit nichts ein. Aber Respekt sei immer nett zu anderen. Habe Spaß beim Spielen. So, dann haben wir das auch. Hier ist in dem Sinne so ein kleines Apostroph. Ne, ist das ein Apostroph? Ja, ich glaube, es ist ein Apostroph.
Das wird in dem Sinne geenden, das ist in dem Sinne das Ende, in dem Sinne, dass der weiß, okay, hier ist das Ende und dann fängt es hier schon wieder von vorne an. So, dann kommen wir ja zu, zu World Guard und World Edit. Hier steht es nochmal zu World Guard, die Commands. Und zwar, wenn ihr ja das drauf haben, können wir mit Slash Gott ja den Gott-Modus aktivieren. Und dieser Befehl minus Leerzeichen Gott deaktiviert die Befehle von Essentials, dass dort keine Probleme mit ja, World Guard gibt, dass ihr ja in dem Sinne World Slash Gott oder Slash Ungott wieder nutzen könnt. Also das so eingestellt lassen. So, hier können wir ja Commands deaktivieren lassen. Das heißt, ja, hier haben wir zum Beispiel den Slash Nick, das heißt, dass man sich den Nick geben kann. Dann nehmen wir das einfach hier mal so raus. Dann ist das deaktiviert, aber ich lasse das jetzt einfach mal so, ja, können wir so eingestellt. Das heißt, wenn zum Beispiel den Befehl AFK, dann wird er einfach hier da drunter gesetzt und ja, das könnt ihr hier geänzen. Ja, das nächste sind die Player-Commands, das heißt, was jeder Spieler auf jeden Fall nutzen darf. In dem Sinne hier zum Beispiel den Home-Befehl, den AFK, dass er sich AFK setzen kann, den Balance, wozu der jetzt ist, weiß jetzt so an sich selber nicht. Ja, den Mod, dass man den abrufen kann, ja, den Slash Nick, den haben wir jetzt hier drinne. Wenn ich den jetzt hier aktiviere, dann darf man diesen Befehl nicht mehr ausführen. Ja, hier die Rules nochmal. Denn zum Beispiel Set Home, den Set XMPP, der ist jetzt bei mir sowieso ausgeschaltet, also wird das dieser Befehl sowieso nicht. Ja, denn zum Beispiel das Sichern von Schildern, diese Befehle hier. Ja, Water, das Wetter in dem Sinne. Ja, den Spawn, den Warp-Befehl, XMPP, also das ist bei mir auch komplett draußen. Ja, dann kommen wir schon zu den nächsten und zwar zu den sogenannten Kits-System. Das nennt sich jetzt hier Tools. Ja, mit Slash Kits Tools oder Minus Tools, glaube ich, ist der Befehl. Kann sich jeder Spieler denn ja diese Items sich ja kostenlos holen, es sei denn, das stellen wir unten, das sehen wir aber dann später nochmal, es sei denn, die sollen dafür bezahlen. Ja, das könnt ihr entweder hier abändern oder ja, ihr kopiert euch das einfach mal. Einfach kopieren. Ja, das können wir dann ruhig darunter. Ja, genau, dann endet ihr in dem Sinne den Tools einfach miteinander. Dann setzt ihr hier die Items ein nach eurem Belieben. Ja, und das war's denn eigentlich. Mehr braucht gar nicht eingestellt werden. So, denn ob Schilder ob Schilder protected werden sollen, ja oder nein, das könnt ihr hier einstellen. Ja, Backups. Hier wird von den Welten ja in den Ordner, wo steht es? Wo steht es? Wo steht es? Wo steht es? Da steht's. Ja, in den Ordner Backups World, in dem Sinne hier World 1 zum Beispiel, ob es das geben soll. Das heißt, er wird hier jetzt in Minuten, jede Stunde macht er einen Backup. Ja, das können wir ruhig auf 15 Minuten stellen, wie es zum Beispiel bei Nitrado ist. Da ist es auf 10 Minuten gestellt. Ja, denn ob es Warp Permission, ja, das lassen wir mal ruhig hier auf Volls. Das stellen wir als Union Group über die Gruppen ein, dass sie das machen dürfen. Command List, das lassen wir jetzt auch mal so drinne. Ja, dann kommen wir zu den Debug-Modus. Den Debug-Modus, also wenn ich nicht bei Nitrado wäre, wüsste ich jetzt nicht, was der Debug-Modus ist. In dem Sinne ist das ja ein Befehl, wo ich feststellen kann, ob mein Server wirklich sauber läuft. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf True stelle, ja, dann überprüft ja dieses Plugin, ob mein Server ja alle Plugins ordnungsgemäß laden tut. Das heißt, wenn ihr Probleme, einmal mal ganz kurz auf True stellen, abspeichern, Server starten, dann listet der uns in den
Root-Verzeichnis, also das wäre jetzt bei mir hier. Ja, das wäre hier in dem unter den Server listet er uns ja eine kleine Auflistung, was ich denn einsehen kann, ob alles wunderbar läuft, wenn alles okay ist oder wo der Fehler ist, könnt ihr das beheben. Der muss das natürlich hier wieder auf Volls, weil es kann dann auch zu Lags kommen. So, hier eine neue Möglichkeit, ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut, können wir hier die Location abändern. Das heißt, standardmäßig ist das Ding auf Englisch. Wir nehmen einfach die Raute raus und ja, wir haben unser Plugin ins Deutsche umgestellt. Den God Mode, ja, es gibt ja den sogenannten God Mode. Wenn er zum Beispiel aus Server fliegt oder rausgeht, warum auch immer, ist hier gefragt, ob der God Mode noch weiter aktiv sein soll, ja oder nein. Wenn ja, den auf False lassen, ansonsten auf True für Nein. So, hier ist die Frage, ob wir das von Bucket das Permission nutzen möchten. Und zwar ist das auf diese Datei hier. Das heißt, wenn wir ja den Server erstellt haben, hat er uns ja hier eine Permission YML-Datei erstellt. Ob wir diese ja, Datei nutzen möchten. Ja, die ist hier auch auf False geschaltet. Die schalten wir auch auf False, weil wir ja den Gruppenmanager nutzen. So, das nächste ist ein automatisches AFK-Plugin. Gibt es auch ja so von Bucket eigentlich. Ja, das nennt sich glaube ich auch Auto AFK oder irgendwas AFK nennt sich das. Das ist jetzt hier auch mit einbezogen. Und zwar wird man, das heißt, wenn man 300, was ist das hier? Genau. Wenn man 300 Sekunden nichts macht, also nicht in Bewegung, wird man hier automatisch gekickt. Hat einen Vorteil, wenn man ein Wirtschaftsplugin drauf hat, da komme ich aber gleich noch zu, dass man sich hier ja, kein Geld sich holen kann. Das heißt, ich könnte sonst meinen Rechner nachts anlassen, ja, und ja, kriege so meine Kohle. Also das lassen wir eigentlich so. Ja, das minus 1, das mit diesem Timeout und bla bla bla, das lassen wir auch alles so. Da schalten wir hier mal auf True. Und zwar ist das eigentlich ganz einfach. Wenn zum Beispiel ja ein Monster, also zum Beispiel ein Creeper, ich bin zum Beispiel, ich gebe slash AFK, hier auch nochmal der kleine Befehl. Bin ich zum Beispiel slash AFK, setze ich mich in den AFK-Mode, also in den AFK-Modus. Das heißt, ich bin dann unantastbar. Das heißt, die Monster können mich nicht angreifen und ihr könnt mich ja auch nicht anfassen, also damit ist das Schlagen. Das heißt, ich bin denn in diesem Zeitpunkt geschützt. Gut, das war jetzt die globale Einstellung. Wir sind jetzt bei 23 Minuten, also das Video wird auf jeden Fall länger. Ja, jetzt kommen wir zu der Home-Funktion. Das hat ja das Home-Plugin mit drinne. Wir schalten ja in dem Sinne hier alle drei Befehle auf True. Das heißt, ja, wenn ich sterben sollte, ob ich zum Spawn oder zu meinem Home, wenn ich ein Home mit slash Home oder Home Set gesetzt habe, das will ich natürlich, also schalte ich das auf True. Ja, das ist in dem so gut wie das gleiche. Das schalten wir auch mal auf True. Und das ist, lalala, ja, das geht auch auf True. So. Der nächste ist ja, wie viele Home-Punkte ich setzen möchte. Ja, ich kann hier bis zu 5 Home-Punkte setzen, wenn in dem Sinne diese Permission in der Gruppe einbezogen ist. Ich finde das ein bisschen schwachsinnig. Ich setze das nur auf 1, also das ist okay. So, jetzt kommen wir zu Essentials Echo oder Echo, wie auch immer sich das schimpft. In dem Sinne ist das dieses hausinterne Wirtschaftsplugin. Dazu gibt es ein viel besseres, das nennt sich Iconomy. Ist auch ein sehr berüchtigt oder ein bekanntes Plugin. Wenn ihr das, ja, dieses interne Plugin nutzen möchtet, ja, das ist hier auf 0. Das heißt, das ist hier abgeschaltet, deaktiviert. Wenn ihr das natürlich nutzen wollt, ja, ist hier die Frage, wenn man das erste Mal drauf joint, wie viel Geld man bekommen sollte. Ja, das wird dann hier eingeschaltet. Ja, das nächste ist, das können wir denn zum Beispiel hier mal rauskommentieren, wie viel Geld man denn immer bekommen sollte.
Aber das lasse ich jetzt einfach alles mal so ausgeschaltet. Dann ist hier die Währung, das maximal Geld, das ist hier ja zurzeit hier auf 10 Trilliarden eingestellt. In dem Sinne ist das hier in Dollar, also auf 10 Trilliarden Dollar eingeschaltet. Also wenn ihr das haben möchtet, dann schaltet das hier ein, gleich ein. Ja, ich schalte das jetzt alles aus. Ich lasse das hier zu. Wenn das aktiviert haben, ob es ja eine Log-Datei geben soll. Wenn ja, einfach auf True stellen. So, dann kommen wir zu den Help-Funktionen. Hier ist gefragt, ob ja Plugins, die mit dem Befehl Help mit einbezogen werden sollen. Das ist hier auf True. Das lassen wir auch auf True. Ja, dieser Befehl, den lassen wir auch auf True. Das ist ja. Achso, slash help, genau, das soll ja funktionieren. Und ja, andere Permissions bzw. andere Befehle, die jetzt mit den Essentials nicht, zum Beispiel LWC oder Magic Carpet, wie auch immer, die in dem Sinne den Befehl help haben. Ob das mit einbezogen werden, denn ja, einfach tun lassen. Also würde ich auch so alles eingestellt lassen, so wie es in der Grundeinstellung ist. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu dem Chat. Hier haben wir einen Radius. Ich setze den hier zum Beispiel mal auf 50. Das heißt, wenn ich mit, ja, wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin und mich schreibt einer an, der in der Nähe von 50 Blöcken von mir entfernt ist, kann er mich anschreiben. Wenn ich natürlich weiter weg bin wie 50 Blöcke und er schreibt mich an, bekomme ich diese Nachricht nicht. Ja, ist eigentlich gedacht für große Server. Das heißt, ich rede hier von 20 Server plus. Ja, das heißt, die mindestens 20 Slot oder noch höher sind, die eigentlich immer gut besucht sind. Da ist diese Funktion okay, aber ich schalte das mal hier auf 0. Ja, dann haben wir hier ein paar Parameter. Das heißt, wie es denn, wenn jemand was schreibt, eingebunden wird. Das heißt, zuerst kommt der Spielername und dann kommt die Message. Ich kann das dann auch hier nochmal, ja, nochmal abändern. Zum Beispiel hier mit Farbcodes. Ja, der Link steht ja in der Beschreibung. Mit den Farbcodes kann ich das sogar hier abändern. Das zum Beispiel. Zuerst die Gruppe erscheint, dann der Name und dann die Message. Hier noch die ganzen mit den ganzen Farbcodes. Ja, denn ja, hier in dem Sinne das gleiche nochmal für den Default, das heißt für den Gaststatus. Da kann man sogar noch den Weltnamen mit einbeziehen, wenn man mehrere Welten hat zum Beispiel. Aber ich lasse das einfach mal hier so eingestellt. So, jetzt kommen wir zu den Protection, das heißt zu den Protecten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den Server bei Nitrado habt, jetzt nur ein Beispiel, und dort gibt es ja eine richtige Datenbank, ja, dann könnt ihr hier die MySQL, ansonsten läuft das über die SQLite-Datenbank, also in eine interne Datenbank, da braucht man auch nichts machen. Das ist in dem Sinne, ja, ich kann euch mal so eine Datenbank mal zeigen. Unter Plugins, wir hatten das, ja, LWC hat das. Das ist hier zum Beispiel hier diese Datenbank. Das ist so eine interne, das ist die SQLite-Datenbank. Das ist so eine ganz normale Datenbank, da braucht man nichts einstellen. Wenn man das natürlich über eine richtige Datenbank haben will, ja, dann sind hier auch schon die Befehle. Einfach den MySQL eingeben, dann einmal den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Das war's denn schon. Ja, dann kommen wir zu einer Alarmmeldung. Das heißt, wenn zum Beispiel, ja, zum Beispiel Lava, stilles Lava oder TNT platziert wird, irgendwo ist egal, dann gibt es eine Alarmmeldung für den Admin. Das heißt, er wird benachrichtigt, ja, Spieler XY hat, ja, in dem Sinne jetzt zum Beispiel TNT platziert. Das könnt ihr in dem Sinne erweitern, wenn ihr natürlich möchtet, dass zum Beispiel, ja, ein Beispiel, es darf auf keinen Fall, das muss mit rein, Glas, weil Glas ist das gefährlichste Material, was es überhaupt gibt. Ja, das soll dann auch animiert werden. Ja, dann setzt die Item mit 1,20 rein. Okay.
Ja, dann kommen wir mal weiter zu einer Blacklist. Das heißt, diese Liste darf auf jeden Fall nicht platziert werden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Item, ja, 46, kommen wir mal wieder auf TNT, wenn ich das irgendwo platzieren würde, ja, das darf ich in dem Sinne nicht. Ist dann, ich habe die Berechtigung dafür, dann würde es im Inventar und hier diese Item, die dürfen auf keinen Fall platziert werden. Ja, dann können wir hier Blöcke, die nicht kaputt oder beschädigt werden dürfen, also zerstört werden darf. Dann gibt ihr hier die Items ein, wie zum Beispiel hier zum Beispiel Glas. Dann gibt das hier einfach ein. Der nächste ist, ja, was von Pistons nicht verschoben werden darf. Dann gebt ihr das hier ein. Ja, dann kommen wir schon zu den Modifikationseinstellungen. Hier zum Beispiel mit Feuer, ob hier zum Beispiel Lava fließen darf. Wenn ja, auf True stellen. Also das stellt ihr hier alles so ein. Das, ja, das ist eigentlich ja hier schon. Ja, ob zum Beispiel Creeper explodieren dürfen, wenn ja, auf Vollzulassen, ansonsten auf True stellen. Ob ja, ob ein Schaden genommen werden soll, ob ja ein Block Schaden genommen werden soll, wie auch immer. Ja, ob zum Beispiel der Enderman zum Beispiel, der nimmt ja automatisch irgendeinen Block, der nimmt da ja weg und setzt ihn woanders hin. Das ist hier ausgeschaltet, das will ich auch nicht ausgeschaltet, dass er das nicht machen darf, weil sonst ja kann der zu euch hinkommen. Ja, nehmt einfach einen Block weg von eurer Wand und setzt den einfach woanders hin. Ist, sag ich mal, nach langer Zeit dann auch ein bisschen, ja, problematisch oder ärgerlich, wie auch immer. So, dann kommen wir zu den Spawns. Das heißt, die Chicken, ob die spawnen dürfen, wenn ja, einfach auf True stellen. Das könnt ihr hier alles erweitern. Zum Beispiel auch hier ist der Enderman auch schon mit drin. Ob der spawnen darf, das könnt ihr denn hier einstellen. Wenn ein Creeper explodiert, ja, ist das hier nochmal extra eingestellt, ob er ja, einen Schaden nehmen soll. Das ist hier auf minus 1, das heißt, es wird kein Schaden genommen. Jetzt kommen wir zu den Protection, ob zum Beispiel ein Schild, wenn ich ein Schild platziere, ob das protected werden soll. Wenn ja, einfach auf True, wenn nicht, dann auf False stellen. Ob die Raids protected werden soll, ob andere Blöcke protected werden soll. Ja, das können wir eigentlich so erstmal alles drinnen lassen. Es wird wirklich spät, ich bin langsam müde, aber ich mache hier erstmal weiter. Ob hier ein Fallschaden genommen werden, ob PvP ausgeschaltet werden soll, ja, die ganzen Einstellungen, die folgen jetzt hier weiter herunter. Das könnt ihr hier alles einstellen. Ja, das überspringe ich jetzt, das liest ihr euch alles schön in Ruhe ein und ja, stellt das denn um. Ja, dann kommen wir zu dem Wetter, ob hier das Wetter eingeschaltet oder abgeschaltet werden soll. Hier, ja, wenn es abgeschaltet werden soll, dann alles auf Entschuldigung, auf True stellen, ansonsten auf False, dann kommt das Wetter. Dann kommen wir schon zu der letzten Einstellung und wir sind sogar gut in der Zeit mit 30 Minuten. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu den Newbies, das heißt zu den neuen Spielern. Das heißt, dann hat er hier auch noch mal eine kleine Message. Dort können wir auch noch mal willkommen, lieber. Ja, dann wird der Spielername auf unserem Server. So, und der spawnt dann nicht in den normalen, sondern in den Spawn Noobies. Genau, ja, das war es eigentlich schon mit der Config und ja, da kommen wir jetzt auch wieder zurück in den Group Manager. Da gehen wir jetzt rein. Also, das ist wirklich jetzt gegen die Config eigentlich jetzt ein Witz. Wir gehen erstmal hier in die Config. Hier können wir erstmal einstellen, ja, dass in dem Sinne
alle 10 Minuten ein Backup von unseren Welten, das heißt von unseren Permission, ja, ein Backup erstellt werden soll. Wenn ja, ja, in dem Sinne soll es ja machen. In dem Sinne alle 10 Minuten lasse ich jetzt auch mal ruhig so eingestellt. Das heißt, es wird dann hier in den Ordner Backups ein Backup eingespielt. In dem Sinne hier die Welten, die müsst ihr dann, wenn ihr mehrere Welten natürlich habt, einfach einstellen. Jo, speichern, das war's gewesen. Ja, dann gehen wir auch schon in den Welten. Wenn ihr natürlich mehrere Welten habt, weiß ich es jetzt nicht, wie das denn ist. Wenn jetzt hier zum Beispiel die Netherwelt hier nicht angezeigt wird, müsst ihr im Ordner mit Netherwelt. Und ja, was denn hier drin ist, in den Ordner Netherwelt mit reinschieben, dass die Berechtigung anpassen, das war's gewesen. Ja, dann gehen wir erstmal in unseren Gruppen. So, und zwar gab es in der letzten Zeit sehr viel. Ja, da kommen wir eigentlich zum Schluss. Das machen wir dann zum Schluss. Hier haben wir erstmal die erste Gruppe der Default. Das ist in dem Sinne der Gast. Das heißt, wenn keiner. Ja, das ist der Default. Das heißt, Default gleich True. Das heißt also, wenn keiner in einer speziellen Gruppe, den wir eingetragen haben, das heißt zum Beispiel der wirklich noch nie auf unserem Server war, fällt er automatisch in die Default, also in den Gaststatus rein. Ja, darum steht das hier auch auf True. Der hat dann zusätzlich hier die Permission, das heißt, der kann den Befehl List abfragen. Also das ist auch hier schon voreingestellt. Ich habe das jetzt hier nicht eingestellt, das ist von Haus aus so eingestellt. Das heißt, er kann ja den Slash Help, um die Hilfe zu beanspruchen. Er darf List abrufen, um, sag ich mal, gucken, wer gerade online. Er kann den Mod abrufen, ja, in dem Sinne, die, ja, Willkommensnachricht. Er darf die Rules und er darf sich mit Slash Spawn wieder zurück zum Spawn. So, dann haben wir hier natürlich hier den Präfix, der ist mit einem E, das heißt, den setze ich natürlich jetzt auch in einer anderen Farbe. Ich nehme den jetzt wieder in 7. Ja, dann schalten wir das um in 7. Ist in der Building-Gruppe, nicht Building-Gruppe, Entschuldigung, ob er bauen darf. In dem Sinne ist es ja ein Gast, in dem Sinne darf der von meiner Seite nicht bauen. Also lasse ich das hier auf Volls, wenn ihr sagt, ach, das macht mir nichts aus, die können ruhig gleich anfangen zu bauen, dann schaltet das bitte auf True. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel ein Subfix-Befehl. Das heißt, ja, da können wir zum Beispiel hier nochmal eingeben, ja, Default. Ja, Gast zum Beispiel, das können wir hier einsetzen, das können wir auch mal farblich darstellen. Mit und 7 oder mit ein Rot zum Beispiel, das kann man dann hier so zum Beispiel einstellen. Ich lasse das hier komplett mal weg, weil das reicht mir so eigentlich aus, dass in dem so die Gruppe schon farblich dargestellt wird. Ja, dann kommen wir zu den Owner. Das ist in dem Sinne bei Permission ist das der Admin. Das ist der Ober, ja, ich sage mal der Gott aller Götter, ja. Der darf in dem Sinne alles, in dem Sinne Default gleich falsch. Das heißt, wenn ich den jetzt zum Beispiel hier jetzt auf True und ja, ein Gast würde jetzt online kommen oder auf den Server, dann würde er automatisch die Berechtigung der Gruppe Owner besitzen, wo wir auch hier schon bei Permission sind. Der natürlich nur ein Stern, das heißt, dass der alle Befehle hat von, ja, von allen Plugins. Gut, zusätzlich bekommt er noch Sonderrechte von der Gruppe Admins, aber da kommen wir später. Eigentlich brauchen wir diesen Befehl eigentlich nicht, aber ich lasse den jetzt hier mal drinnen. Gut, der hat jetzt die Farbe 4. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz rein. 4 ist auf jeden Fall ein dunkles Rot. Ich möchte den aber gerne in einen roten oder einen hellen Rot. Das wäre denn C. Also stelle ich das einfach C um. Darf bauen? Ja, sicher. Also steht das hier auch auf True. Dann kommen wir zu den Bildern. Default gleich falsch. Das heißt, das ist ausgeschaltet. Das heißt, ein Gast kommt nicht gleich in die Bildergruppe. Dazu hier noch gleich die richtigen Permission.
Befehle. Ja, könnt ihr einfach mal angucken, ob das alles so okay ist. Ansonsten könnt ihr die hier rausnehmen, wie auch immer. Der erbt automatisch die Berechtigung des Default. Das heißt hier von diesen Berechtigungen und hat natürlich noch Sonderrechte. So, dann kommen wir auch schon ja, zu den Farbe. Das heißt, der bekommt jetzt von mir ein Blau, das wäre 1. So. Und 1, das heißt, er ist jetzt blau, er darf natürlich bauen. Ja, und dann kommen wir schon zum Moderator. Auch hier auf Volz, das ist alles so korrekt. Ja, denn hierzu die richtigen Permission-Befehle, die er nutzen darf. Das sind natürlich hier nur Essentials-Plugins, sondern ja, jetzt ist hier nicht Volt Edit, Volgard, LVC, Magic Carpet und so weiter. Das müsst ihr in dem Sinne hier weiter rein editieren. Jetzt zum Beispiel müsst ihr natürlich hier auch ganz nach hinten. Denn minus, ich hatte ja immer gesagt, zwei Apostrophbefehle und dann zum Beispiel LWC. Jetzt nur ein Beispiel, Punkt Admin. So, hier bei Essentials müssen diese Apostroph in dem Sinne komplett raus, weil es denn zu Fehler kommen könnte. Also so wie es auch hier mit den Beispielen dargestellt wird. In dem Sinne sind hier keine Apostrophbefehle drin, also das denn in dem Sinne weiter editieren. Gut, der bekommt natürlich die Berechtigung des Bilder und hat natürlich hier noch die Sonderrechte. So, dann kommen wir zu den Farben des Moderators. Der soll auf jeden Fall ein Grün kriegen. Er bekommt jetzt mal hier so ein dunkles Grün, also und 2. Also schalten wir das auf 2. Ja, und dann kommen wir hier schon zum Admin. In dem Sinn ist das der Co-Admin. Das heißt, der hat hier seine Rechte, beziehungsweise er bekommt hier die Rechte des Moderators und hat hier erstmal bis hierhin die Sonderrechte. Das heißt, er darf alle Befehle von Essentials und natürlich ein paar Befehle von den Group Manager nutzen. Jetzt haben wir hier oben nochmal Befehle. Das heißt, minus Leerzeichen minus Essentials.backup. Das heißt, diesen Befehl darf er nicht ausführen, weil noch hier ein Minus vorgesetzt ist. Das heißt, dies wird als nicht ausführbar gezählt in dem Sinne. Ja, das darf er in dem Sinne nicht. Ja, das darf er in dem Sinne nicht ausführen. Das heißt, es wird da nicht mit aufgelistet, dass er das machen darf. Gut, dann kommen wir hier. Ja, Gruppe hatte ich ja schon gesagt. Fällt in der Gruppe Moderator und dann hier seine Sonderrechte. So, den Präfix stellen wir jetzt auf und hier ein. Jetzt muss ich aber selber noch mal gucken, was hat jetzt der Owner? Der Owner hat, glaube ich, C. Genau, und C, den kriegt der nämlich und 4 rein. Also ist dieses andere rot, das rote. Ne, 4, C. Was hat denn der jetzt? Der hat 4. 4 ist nämlich genau, das ist ein dunkles Rot. Das heißt, der Owner, der oberste Admin in dem Sinne, der hat ein helles Rot und der Admin, also Art Co-Admin sage ich jetzt mal, der hat ein dunkles Rot. Okay, ja, den Building gleich to und ja, Subfix, ja, das lassen wir einfach so. Ja, dann speichern wir das einfach mal ab. So, dann kommen wir mal zu den Users. Ja, das ist eigentlich eingestellt wie Permission in dem Sinne auch. Also genau mit den Gruppen hier, wie fast wie Permission. Ja, jetzt gehen wir hier auch hier um eigentlich nur unseren Ingame-Namen. Ich nehme den jetzt zum Beispiel mein Ingame, also Ice1976. Bei Permission hatte ich ja gesagt, in der Gruppe müssen wir Admin eingeben. Aber wenn wir jetzt hier nochmal ganz genau nachschauen, haben hier den Admin, aber der hat natürlich hier nicht alle Befehle. Also möchte ich natürlich schon in der Gruppe sein, der natürlich alle Befehle hat. Und das ist bei mir hier der Owner, weil hier sehen wir das ja, es ist ein Stern. Also trage ich mich als Owner ein, als Oberbefehlshaber. Also geben wir hier Owner ein. Das Kona steht jetzt da. Das ist natürlich sehr nice.
Also Owner und das O natürlich groß. So. Ja, dann können wir hier den nächsten Namen eingeben. Ja, ich sage jetzt mal XYZ. Der bekommt die Berechtigung des Bilder. Das können wir ruhig so drinnen lassen. Ja, und wenn wir zum Beispiel unseren lieben, wie nehmen wir denn da, nehmen wir Jeb. Ja, nehmen wir mal ruhig hier. Jetzt weiß ich nicht, ob der auch in Game so auch geschrieben. Also nehmen wir hier mal Jeb. Der bekommt dann zum Beispiel die Berechtigung des Admins. Ja, wenn wir das alles so eingestellt haben, dann speichern wir das eigentlich ab. Ja, dann starten wir einmal den Server komplett neu, um zu gucken, dass wir auch keine Fehler bekommen. Ja, und ich liege sogar mit 45 Minuten gut. Ich habe mir ja beim letzten Tour habe ich gesagt, ja, ungefähr 45, 50 Minuten. Bin jetzt hier auf knapp 46 Minuten, also bin ich gut in der Zeit. Ja, so ist nämlich jetzt alles in einen Wisch. Die meisten machen ja in dem Sinne ja zwei, drei Teile. Dann muss man immer meistens ein, zwei Tage warten, bis das nächste ja, Block rauskommt. Ja, okay. Gut, wir warten ganz kurz, bis er mir alles spawnt. Jetzt müssen wir mal nebenbei was trinken, weil 46 Minuten nur am Reden macht ein bisschen durstig. So, okay, er hat jetzt alles. Ja, jetzt hat er alles. In dem Sinne, gehen wir erstmal ganz nach oben. Ja, alles sauber. Command, Book, maximale Warpa, bla bla bla. Okay, keine Ahnung, aber es ist auf True. Ja. Info-Plugins, bla bla bla. Group Manager. So, da steht auch nochmal Group Manager Version 1.1 Phoenix. Okay, also das ist auch mal sehr interessant mal zu wissen. Und zwar, ja, da steht gerade Group Manager Version 1.1 in Klammern Phoenix ist enabled. Ja, Phoenix ist eigentlich der Programmierer, der eigentlich überhaupt, ja, Permission entwickelt hat. In dem Sinne, also das erste Gruppenplugin, was überhaupt rauskam, war Permission. Ja, und das war der Phoenix, ja, wusste gar nicht, dass der nun, ja, zu Essentials gezogen ist, dass er dort jetzt seine, ja, Gruppen erstellt. Ja, in dem Sinne, ja, ist in dem Sinne alles okay, also alles sauber, ist okay. Ja, dann können wir den Server auch schon stoppen. Ja, das war's eigentlich schon mit diesem Tutorial. Bin mit meinen 50 Minuten sehr gut, das heißt, jetzt kommt natürlich noch mein Intro noch mit reingezogen, ja, dann bin ich etwas über 50 Minuten, aber ja, ich würde mal sagen, das war's eigentlich zu diesem Tutorial. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht, ja, abonniert, favorisiert, ja, alles was mit mir zu tun hat, ja, abonniert, favorisiert, deabonniert mich lieber nicht, nein, das solltet ihr natürlich nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim weiteren Tutorial. Bis dann, bye bye, euer Eis von Bugget Support.